empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr in Medina seid, so einen Fruchtladen in der Hauptstraße quasi. Und das ist einer der besten Fruchtläden in ganz Saudi-Arabien. Das heißt Hara Wulati, mein Erdbeer heißt es. Ja? Und hier kann man sehr verschiedene Shakes, Obstsorten, Eissorten bestellen. Wir haben jetzt eine kleine Auswahl bestellt und werden schauen, wie das alles schmeckt. Das sind die Sachen, die wir bestellt haben. Das ist ungefähr 7. Real ist ungefähr 2 Euro. Oder 1,50. Pina Colada, Khairat El Medina, Sarid, Laski, bla bla bla. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So sieht es auf jeden Fall aus. Wir werden das gerade jetzt mal probieren und schauen, wie das schmeckt. Keine Ahnung, was ist das? Also ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ich probiere das mal jetzt. Klein, gut, damit wir unterhalten. Das ist etwas mit Banane. Ist nicht so mein Fall, ehrlich gesagt, aber schmeckt trotzdem nicht schlecht. Hier haben wir Zitrone mit Pfefferminz. Ich probiere das einmal. Zitrone mit Pfefferminz, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das schmeckt sehr, sehr gut. Das weiß ich gar nicht. Werde ich auch mal probieren, was das genau ist. Das schmeckt auch sehr gut. Das schmeckt so nach tropischen Früchten. Das schmeckt sehr gut, Mansur. Das ist mit Bananen. Ich glaube, das ist Pina Colada. Das schaue ich mir auch mal an. Super. Das ist Pina Colada, schmeckt sehr gut. Schmeckt alles hier sehr gut. Frisch gepresst, kann ich auf jeden Fall empfehlen. أشهد أن محمد رسول الله. So Leute, ich gehe jetzt bei El Baik essen. Das ist einer der bekanntesten Hähnchen-Fastfood-Läden in ganz Saudi-Arabien und in der arabischen Welt. Das heißt El Baik und es gibt hier mehrere Branchen, mehrere Abschnitte und wir gehen jetzt hier rein. Was eigentlich ein Geheimeingang ist, deswegen sage ich auch nicht euch, wo das ist jetzt. Ich sehe schon hier, dass hier eine lange Schlange ist, aber bei den Hauptquartieren ist es sogar eine noch größere Schlange. Wir werden mal schauen, was wir hier essen. Ihr seht, ich denke schon gleich was. So, ich bestelle mir gleich das Teil und diesen dicken Burger. Wir werden mal schauen, wie das hier schmeckt. Shisha? Nee, das war nicht Shisha. Wenn man wie so El Baik kommt, dann muss man diese Big Burger essen. So, ich habe 3 Menüs bestellt, es hat 49 Real gekostet, also etwas mehr als 10 Euro. Man bekommt dann so eine Nummer, 560. Und das heißt, es sind ungefähr 50 Leute mal vor mir. Ich muss wie im Bürgeramt auf mein Essen warten erstmal. Ja. So, unsere Bestellung ist da. Wir haben Filets, wir haben Burger. Ich zeige euch gleich mal das Hummus, Knoblauchsoße. Ich zeige euch gleich mal, wie das alles aussieht. So, ich zeige euch mal, wie frisch die sind. Machen die Knoblauchsoße. Sehr knusprig und innen soft, so muss es sein. Hier nochmal mit Hummus. Sehr gut. So sieht der Burger aus, wenn er ganz ist. So gleich kannst du gleich eine Hand daneben machen. Dann sieht man, wie gut es ist. Ciao, das ist ein sehr guter Burger. Dann haben wir noch so einen Burger, einen Riesenburger, eigentlich sieht der so aus, schaut wie groß es ist. Da drinnen ist ein riesen Chickenfilet mit Soßen und Salat und schmeckt auch sehr gut. Ne? Super. Ich habe mir, jetzt die Meinung dazu. Ich habe mir jetzt einen Burger gemacht mit Hummus und Knoblauch und das mir schmeckt. Das sind jetzt Kanäle. Und Jambalis. So, liebe Leute, in Saudi-Arabien und in Medina, speziell in Mekka, gibt es sehr viele pakistanische und indische Arbeiter. Die haben auch natürlich ihre eigenen Läden. Ich habe mir sagen lassen, dass dieser Mat'am Zamzam al-Bukhari, so heißt der, der hat eine der besten pakistanischen, indischen und afghanischen Gerichte. Wir werden eine Selektion auswählen und euch zeigen, was man da so alles essen kann. So sieht es hier drin aus. Ihr seht, es gibt sehr, sehr viel Auswahl. Ich weiß noch gerade nicht, was wir bestellen sollen. Aber sehr, sehr viel Auswahl. Also wir haben jetzt Chicken Biryani bestellt und so ein ganzes Hähnchen. Es gibt auch so Sitzecken, da hinten, wie ihr seht. Dann auch nochmal so ein Cocktail, also Fruchtcocktail.
So Leute, schaut, unser Essen ist da. Wir haben hier pakistanisches Brot, Chicken Biryani. Das weiß ich gar nicht, ich habe einfach gesagt, er soll mir etwas typisch pakistanisches geben. Und das ist das Nationalgericht, glaube ich, der Saudis. Das ist so ein Hähnchen, Basmati-Reis. Wir können jetzt reinhauen. Ich probiere als erstes den Chicken Biryani. Man sieht schon, dass der, aber die sind hier mit Knochen. Man sieht, dass es sehr fluffig ist, der Reis. Schaut her. Bismillah. Der Reis schmeckt sehr, sehr gut. Hier haben wir auch nochmal so einen Schippen Reis. Mal gucken, ob es anders gewürzt. Das Hähnchenfleisch ist sehr, sehr zart. Schaut, sogar mit Plastiklöffel geht das ab. Ich mache das mal raus. Schaut her. Außen krustig, innen zart. Bitte ignoriert diese Geschreie hier, das ist hier ganz normal. Mmh. Sehr, sehr gut. Und dann noch dieses Gericht hier. Man sieht, da ist Ghee drauf, also viel Butter. Bin auch sehr gut. Das Ganze, was ihr hier auf dem Tisch seht, hat uns 63 Rial gekostet. Wir haben hier auch nochmal eine große Pepsi. Und das ist jetzt ungefähr, wie viel Euro? 15 Euro. Und davon würden, glaube ich, eigentlich sogar 4 bis 5 Leute satt werden. Also wenn wir das übrig bleibt, nicht, dass ihr denkt, dass sie wegschmeißen, es werden Bedürftige bekommen. Und nur damit ihr weißt, was die Preise hier sind. Hier ist auch Tandoori-Brot. Man dippt das am besten immer so rein. Und nimmt sich immer ein Stück davon. Wie so einen Löffel macht man das. Und dann kann man das so essen. So Leute, wie gesagt, es gibt hier auch sehr leckere Fruchtcocktails. Das ist zum Beispiel Mango. Das ist Erdbeer mit Banane. Es gibt auch Kiwi, Orangen. Die können wir mal kurz rüber schmecken. Und andere Sorten, die man bestellen kann. Sehr fruchtig und erfrischend. Vor allem, wenn man hier die ganze Zeit unterwegs ist, soll man es machen. Vom Essen ist hier noch etwas übrig geblieben. Das werden dann inshallah die Katzen essen auf der Straße von Medina. Boah, nach so viel Essen sind wir erst einmal K.O. Liegen hier gegenüber vom Restaurant rum. Hier gibt es so ein bisschen Grünfläche zum Hinlegen. Und ich verabschiede mich von euch. Passt auf euch gut auf. Liebe Leute, wir sind jetzt hier vor der Prophetenmoschee, wie ihr seht. Und es gibt hier eine sehr, sehr große Menschenansammlung. Falls ihr von der Moschee rauskommt und schnell etwas essen wollt und nicht zu weit laufen wollt, dann zeige ich euch jetzt eine kurze Meile, wo ihr schnell etwas essen könnt. Wenn wir genau vor der grünen Kuppel stehen, dann nehmen wir Ausgang 2 und 3. Das könnt ihr hier sehen, 2 und 3. Und geht da auf die Hauptstraße. Ich muss mich gleich korrigieren. Ich habe gesagt Ausgang 2 und 3. Das ist Gebäude 2 und 3. Ausgang 39, merkt euch das. Ausgang 39. Das ist jetzt die Hauptstraße und das ist das Gerichtsgebäude von Medina. Wir gehen jetzt einfach rüber und gehen auf die rechte Seite. Dort in der Gegend ist das Essen. Ich zeige euch dann, was es dort alles gibt. Gleich an der Kreuzung könnt ihr zum Beispiel hier Datteln kaufen, wenn ihr keine Großung habt oder wenn ihr euch stärken wollt. Dann gibt es hier, wie gesagt, Datteln, die ihr auch kaufen könnt, schnell. Wenn wir jetzt geradeaus weiterlaufen, da ist gleich ein Pizzaladen, die zeige ich euch mal. Hier ist zum Beispiel ein Pizzaladen, der ist sehr voll. Und gleich daneben gibt es auch einen Sandwichladen, da könnt ihr auch was essen. Das ist dann so Shawarma und ähnliche Dinge. Ich laufe jetzt aber von der Hauptstraße links weiter und da gibt es weitere Läden. Schaut, wenn ich einfach geradeaus laufe, ich zeige euch das mal hier. Links, einfach geradeaus runter die Straße. Kommen gleich, also ich muss jetzt hier rüber quasi, kommen gleich weitere Läden. Dann gibt es auf der linken Seite auch so einen Fastfood-Laden. Der ist Istirahat al-Salam und hier gibt es auch Sandwiches, Shawarma, Falafel und ähnliche Sachen. Hier könnt ihr auch dann euer Essen holen. Ich zeige euch mal, was hier alles gibt. Pommes, Sahan Ful, das ist Bohneneintopf,
Shakshuka, das ist auf Türkisch Menemen. Dann gibt es Falafel, was ist das? Sachen Tuna, das ist Thunfisch, Hackfleisch, Chickenfilets, Köftes, Shawarma und alles weitere, was ihr wünscht, kann man hier sich kaufen. Ich werde mir jetzt auch mal einen Shawarma holen. Mal sehen, wie das hier schmeckt. Der schneidet das Salat gleich in das Fleisch da rein. Ihr seht, zerkleinert es und macht es dann mit frittierten Pommes und einer Soße in das in arabisches Brot rein. Dort seht ihr. Hier könnt ihr sehen, ein Shawarma kostet 5, Chicken Shawarma hier oben, kostet 5 Rial, das ist etwas mehr als 1 Euro nur. So, ich habe mich jetzt irgendwo hingepflanzt und werde das mal probieren. Schaut, so sieht's aus, also nicht sonderlich groß. Ich probiere das mal. Bismillah. Es schmeckt gut. Das Fleisch ist fettiger, als wir es in Deutschland kennen. Eigentlich kaum Soße, spürbar. Nur Eisbergsalat, ein paar Pommes drin. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist ein günstiger und schneller Streetfood-Snack. Also wenn ihr in Medina unterwegs seid und esst, müsst ihr immer für 3 Personen Essen kaufen, weil die Katzen essen hier immer gerne mit. Das ist schließlich der Ort von Abu Huraira, Vater der Katzen. Die essen gerne auch mit, deswegen immer bitte für die Katze mitdenken. So, liebe Katze, bitte nicht vergessen, meinen Kanal bei YouTube zu abonnieren und einen Daumen hoch lassen. Schaut, diese Katze hat Werbung gemacht, jetzt habe ich einen Follower mehr. Jetzt habe ich 2 neue Abonnenten gewonnen. Die streiken, es gibt genug für alle. Wir sind jetzt bei Hardys, wir haben die Qual der Wahl und werden jetzt diesen Burger bestellen und mal schauen, wie der sein wird. Man zieht dann so eine Nummer und muss warten, bis die Nummer kommt. Wir schauen jetzt, bis unseres fertig ist. Wir haben jetzt unsere Essen bekommen. Wir haben uns jetzt vor die Moschee gestellt, weil es gleich Gebetszeit ist. So sieht der Angus-Burger aus, ich weiß es selber nicht. Wir schauen uns das mal gemeinsam jetzt hier an. Grüße von euch, ja? Miau! Ich denke, die haben heute am Jais mit dir, die besten mir. Miau! Nee, der kommt jetzt zu mir, du. Miau! Ich hab nichts anzubieten, außer Liebe. Ich hab Liebe anzubieten. Ich hab die Liebe anzubieten. Miau! Was du kannst gut machen, mach mal Katze nach. Ja. عزيز الله الله أكبر الله أكبر